Urlaub bist, ne? Es hilft halt immer ganz gut, wenn man, wenn es halt wirklich für eine Grafik-Sache ist und etwas Künstlerisches, wenn man einfach irgendwie also eine Vorlage hat, dass man es nicht selber konstruieren und bauen muss, schon die Statur von der Katze quasi hat und dann nimmt man sich halt die Linien und die Konstruktion und dann macht man die Details alles. Ich meine, deine Idee war schon ziemlich ausgewogen, deswegen ging es eigentlich ja nur noch um die Umsetzung. Und irgendwie halt dann Bock mit Aquarell rumzuspielen, weil das irgendwie auch mit dem Thema für mich irgendwie ganz nett passt. Schön ist bei Aquarellkram, man weiß ja nie genau, was passiert oder sowas. Ich mag dann gerne einfach gucken, was passiert und wie es läuft. Und in dem Fall wollte ich auch wirklich so manche Konstruktionslinien und solche Sachen drin lassen. Alles, was ich analog mache und eine digitale Seite analog. Oh, Wasser kommt.